Microsoft hat hier in Barcelona auf dem Mobile World Congress quasi ein Smartphone in zwei Varianten vorgestellt, nämlich das Lumia 640 und 640 XL. Tja, der Name sagt ja im Prinzip schon alles, eine kleine und eine große Version. Wobei das Klein muss man tatsächlich in Anführungszeichen setzen, denn selbst dieser Spund hier hat ja schon 5 Zoll in der Diagonale. Hier drüben sind es 5,7 Zoll. Die Auflösung ist allerdings bei beiden identisch, 720 x 1280 Pixel. Das heißt, wir haben natürlich hier eine etwas höhere Pixeldichte als hier beim Großen, aber auch wenn das jetzt nur 259 ppi sind, trotzdem kann man ja die Texte problemlos lesen. Das ist jetzt lediglich ein Unterschied, wo ich sagen würde, wer jetzt immer das allerschärfste Bild braucht, der muss halt andere Geräte wählen, aber die sind dann ja auch gleich wesentlich teurer. Zu den Preisen komme ich wie immer am Ende. Wie gesagt, es ist eigentlich dasselbe Gerät in zwei Varianten, sage ich deswegen, weil weitgehend ist die Ausstattung identisch. 8 GB beispielsweise intern bei beiden, kann allerdings erweitert werden per MicroSD-Karte. Man kann hier hinten das öffnen und da sieht man dann anschließend einmal SIM, einmal MicroSD, auch gleich offiziell bis zu 128 GB, volle Kanne. 1 GB Arbeitsspeicher bei beiden, nur ist natürlich der Akku ein etwas anderer. Beide wechselbar, 2500 mAh, beim großen 3000. Ansonsten wieder zu den Gemeinsamkeiten, beide mit dem Snapdragon 400 Prozessor ausgestattet, heißt 4 Kerne, 1,2 GHz, ist jetzt nicht granatenmäßig schnell, aber wie gesagt, wir müssen ja auch immer den Preis im Auge behalten. Es gibt allerdings noch einen Unterschied, was die Kamera betrifft. Die hat nämlich hier hinten eine Auflösung von 8 Megapixel, vorne 0,9 und beim großen Zeiss Optik 13 Megapixel Full HD Videos und vorne 5 Megapixel und auch Videos in Full HD. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe jetzt hier mal die weiße Variante ausgewählt, weil mir die am besten gefallen hat. Denn bei den XL-Modellen sind alle Farben matt. Also es gibt Schwarz, Weiß, Cyan und Orange. Und bei dem kleinen, bei dem 640er, sind alle Farbvarianten hochglänzend. Und gerade dieses Blau finde ich jetzt ausgesprochen attraktiv. Aber ist natürlich persönliche Geschmackssache, völlig klar. Ja, kommen natürlich beide erstmal mit Windows 8.1, denn beide sollen jetzt im April verfügbar sein schon. Upgrade auf Windows 10 ist versprochen, klare Kiste. Und ihr habt es vielleicht auch schon im Vorwege gehört, kommen gleich mit 12 Monats Abo kostenlos erstmal für Office 360. Ein PC oder Notebook plus ein Tablet kann man die extra noch zusätzlich zum Smartphone drauf installieren. Ja, bei den Preisen wird es ein bisschen tricky, weil es gibt jetzt auch noch verschiedene Varianten. Beim 640 gibt es eine Single-SIM-Variante in Deutschland, die beherrscht LTE, Kostenpunkt 179 Euro inklusive Steuern, unverbindliche Preisempfehlung. Und eine Dual-SIM-Variante mit UMTS-Unterstützung dann allerdings nur 159 Euro, beide, wie gesagt, ab April verfügbar. Und beim Großen ist es eigentlich ähnlich, aber nicht in Deutschland. Da wird es nämlich nur die Dual-SIM-Variante geben, nur in Anführungszeichen, heißt aber ohne LTE. Die kostet bei uns 219 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Die Single-SIM-Variante wird zumindest nach aktuellen Planungen eben bei uns nicht verfügbar sein. Kommt auch ab April. Ja, damit hoffe ich, einen guten ersten Einblick geboten zu haben in die beiden neuen Smartphones, Lumia 640 und Lumia 640 XL. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.